Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, hier die Ballenposse, also die Rundballenposse. Sieht ja optisch, ja, stammt aus der DDR-Zeit. Oh, schaut eigentlich ziemlich lustig aus hier hinten, so wie ein Fass drauf. Oh, passt eigentlich soweit ziemlich gut. Auch der Zapfenanschluss wird richtig angesteckt. Passt alles, ja. Schauen wir gleich mal in den Shop, dem hier ist sie. BR1180. 85, 25 Euro am Tag kostet sie. Ja, Bilder angepasst, 15.000 Euro kann man Geld lassen für so eine alte Schrottgurke hier. Ja, wie gesagt, hier ein Fass, hier ein alter Zylinder noch verbaut. Gut, dann schauen wir mal an. Wir gehen mal, oder wir fahren mal auf das Feld. Schauen wir uns mal die ganze Sache an. Auch rechts unten das Bild ist schön angepasst, damit man sieht, ob man sie angehängt hat oder nicht. Die Reifen haben auch eine schöne Textur. Also alles so auf alte Zeit, DDR-Zeit gehalten. Gefällt mir. So. Na ja, auch nicht so groß. Aber schaut irgendwie witzig aus. Gar nicht so schlecht, ne? Und da kann man auch schön mit einem kleinen Schlepper fahren, da braucht man nicht einen wirklich so großen Schlepper, um die Beinpresse zu ziehen. So, dann fahren wir hier mal zum Feld, da wo unser Helfer brav am Mähdreschen ist. So, da fahren wir mal hier hin. Und dann steht oben schon V für Pickup senken. So, Pickup wird gesenkt, wie man schön sieht, auch animiert. Und jetzt fängt er an. Ballenzähler zurücksetzen. Nee, rechts oben ist jetzt ein Ballenzähler. Wir können mit B die Ballenpresse einschalten. Sieht nur auch schön animiert hier. Zack. Auch das Pickup ist schön animiert hier vorne unten. Okay, das sieht man nicht, wenn man ausgestiegen ist. Für das Aufnehmen, ja. Und dann fahren wir mal. Und schauen mal, hoffen, dass die voll wird hier bei einmal. Okay, man kann hier nur mit Stufe 1 fahren. Ja, ist ja noch ein altes Gerät, ne? Da muss man ja auch verstehen. Hier sieht man schön, wie das Heu hier so raufgezogen wird. Das ist auch genial. Ist ja so eine alte Presse, ist ja bald besser animiert als wie eine neue. Hier in LS zumindest. So 31%, das heißt, wir brauchen nur zweimal fahren, dann geht sich's aus. Füllstand. Mal gespannt, ob wirklich alles einwandfrei funktioniert, aber bis jetzt geht alles einwandfrei. Echt mal ein cooles Teil das, ne? So, der Helfer ist auch schon fertig. Auch hier die Kardanwelle bzw. Zapfwelle ist animiert schön. Dreht sich auch schön mit, das ist auch cool. Wir haben am Anfang gar nicht gesehen. Cooles Teil das, ne? Alles animiert. Genial, so eine Maschine hier. Macht auch Fun, ab und zu mal mit so alten Geräten spielen, nicht immer mit den neuesten. Ab und zu mal mit alten kann auch nicht schaden. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir, sind wir gleich voll. 9, 100. Beine abladen, das heißt, wir fahren zurück. Drücken mal X. Und laden ab. Und hier sieht man auch innen schon die Animation. Im Normalfall tut man zuerst beenden. Aber ja, funktioniert. Wieder zumachen, zack. Und weiter geht's. Der Ballenzähler schreibt 1. Und schon geht's weiter. Gut, also soweit funktioniert alles, wie ihr seht. Okay, die Animation bleibt erhalten. Na egal. Dann schauen wir nochmal in die Lok. Die Lok sagt keinen einzigen Fehler hier. Ne, keine Fehler. Passt alles, oder? Ja, passt alles. Keine Fehler. Das ist ja gut. Gut, dann weitere Mod-Vorstellungen findet ihr auf meinem Kanal. Schaut einfach mal vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich sehr. Also ciao und wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Mod. Tschüss.